Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Wir sind jetzt in den Minen und ja, müssen versuchen, einen Weg hier durchzufinden. Und gleichzeitig gucken wir halt auch mal, was hier los ist. Zerstören. Oh, Level 1 Wissenschaft. Habe ich das jetzt richtig so gemacht? Musste ich jetzt hier durch? Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Hier dürfte eigentlich gar kein Licht mehr brennen, weil das war ja hier verschlossen. Ich glaube, wir sind schon da, oder? Sieht hier so hell aus. Wie kommen die denn hier rein? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh, das Erz. Oh, ich krieg das auch. Egal. Muss auf jeden Fall hier lang. Ich muss auch runter wieder. War das jetzt einfach nur so ein Weg, wo man einfach nur an den Viechern vorbeigekommen ist, ohne sie bekämpfen zu müssen? Das kann ich mir nämlich vorstellen, dass es so dafür gemeint war. Aber... Take a potion if you want to cast more spells. Nein! Scheiße. You've no magic left. Drink a potion. Bit of poison on my blade. Then let's go! Let's see if you can ward off this fate! Take a potion if you want to cast more spells. Okay, der haben wir. Er wollte mich die ganze Zeit hier runterschubsen. Aber, ach, da sieht man doch schon die Ruinen ein bisschen. Guck mal, ist ja nicht mehr weit. Das war doch echt nicht schwierig. Ich denke, wir haben uns dadurch, dass ich diese Wand da sprengen konnte, einen langen Weg und wahrscheinlich einen kampfreichen Weg erspart. Ruinen von Didri. 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 Mal den Ausblick hier genießen. Momento. Ja gut, ist jetzt nicht wirklich ein Aus... dahin. Das ist ein Skelett, ne? Steine und Nacht, das ist das Dorf. Ach, das Dorf. Ja. Richtig. Wird schon wieder dunkel, ey. Komme ich da auch ran? Ne, da komme ich nicht rein. Finally, here we are. These are the ruins that Lady Lorene spoke to us about. I'll drown myself with the morning tide if these buildings are of native construction. Explore the area. Something may give away the identity of the architects. Erstmal machen wir ein schönes Lager auf hier. Und dann gucken wir mal. Ich habe gerade schon wieder diese ekelhaften Fledermäuse gesehen. Bit of poison on my blade. Then let's go. Ah!
potion if you want to cast more spells. Let's see if you can ward off this fate. Ich muss dahin und ich muss auch nach oben. Okay. Ich habe gerade eine Person geplündert. Das heißt, hier war doch jemand mal wieder. Da hinten geht was spazieren. Das sieht groß aus. Bit of poison on my blade. Then let's go! Take a potion if you want to cast. Scheiße, was ist das? Oh Gott. Let's see if you can ward off this fate. Die haben immer auf mich abgesehen, ne? Close to Wister in Nestiri. Whoa! Whoa! Let's see if you can ward off this fate. Oh Gott, das bohrt sich ein hier. Oh Gott. Ich renn mal. Ich will ein bisschen flitzen hier. Nein, nicht anvisieren. Oh, fuck. Oh. Jetzt wird's tragisch hier. Weil es ist anvisiert. Jetzt macht das Visier da weg. Mein Gott, wird schon richtig wütend gerade. Let's see if you can ward off this faint. Take a potion if you want to cast more spells. You've no magic left. Drink a potion. Close to Issarichnestiri. Let's see if you can ward off this faint. Meine Nase juckt gerade, scheiße. Let's see if you can ward off this fate. Close to Issarich Nestiri. Oh mein Gott, meine Nase juckt. Take a potion if you want to cast more spells. Let's see if you can ward off this fate. Wir haben es gleich geschafft. Oh nein. Hurra! Let's see if you can ward off this faint. Close to Issarich Nestiri. Let's see if you can ward off this faint. Okay, Schwert macht mehr Schaden. Ach ja, stimmt, ich hatte ja auch noch meine Waffe. Mein Gott, was war das, ey? Perlenstück von einem Prinzen der Meere. Okay. Wenn das ein Prinz der Meere ist, ne, möchte ich jetzt nicht ein Yatagan. Was ist das? Ich muss gucken. Was ist das? Yatagan, Beweglichkeit 2. 298. Oh, mein Gott, ey. Kann das denn jetzt irgendjemand anders sein, in der... Och, guck mal, sie könnte das nehmen. Kann er das auch? Komm, dann kriegt der Vasco das Yatagan. So. Einmal nach unten gucken. Alles fit.
Da erleuchtet was. Auszug aus Professor Serafelins Notizen. Der Ausblick von diesen Ruinen ist wirklich atemberaubend. Es ist mir gelungen, eine dieser prächtigen Kreaturen zu beobachten, die am Meeresufer lebt, ohne dass sie mich bemerkt hat. Ach, das war hier der. Die Schale dieses Nadai-Glendem scheint so stabil zu sein wie ein Krabbenpanzer. Und welch eine Überraschung war es, dass die Kreatur ungeachtet ihrer enormen Größe in der Lage war, sich in Sekundenschnelle in Boden zu verstecken und aus einem Blickfeld zu verschwinden. Nur um weiter weg wieder aufzutauchen. Wir können so viel von diesen edlen Kreaturen lernen. Es ist leicht zu verstehen, warum die Eingeborenen sie verehren. Okay, wir verehren die. Also die verehren die, meine ich. Okay. Die sollen hier was finden und da auch. Hä? Habe ich nicht richtig gesucht? Jetzt muss ich richtig gucken, ja. Jetzt muss ich hier aber richtig gucken. So, hier geht's irgendwo rein. Da haben wir doch schon was. Altes und beinahe unleserliches Tagebuch. Es wird immer schwieriger, unsere Position auf der Insel zu halten. Trotz unseren Bemühungen und der vielen Schlachten, die wir gewonnen haben, verlieren wir immer mehr am Boden. Diese Wilden sind beeindruckende Gegner. Die Wurzeln scheinen ihnen zu gehorchen und gigantische Kreaturen, die wir noch nie zuvor gesehen haben, helfen ihnen. Die Kreaturen nähern sich und wir sind nicht in der Lage, ihnen entgegenzutreten. Die Lords bereiten sich bereits darauf vor, an Bord der Schiffe zu gehen, die die Nauten in unserer Nähe stationiert haben. Wie ich erwartet habe, sagten sie, es gäbe nicht genug Platz für alle. Wir werden hier sterben, totgetrampelt von gigantischen, wütenden Monstern. Verflucht seien die Prinzen und ihr Ehrgeiz. This journal confirms what we suspected. A continental nation had once attempted to colonize the island with the help of the Nords, and they were repulsed. From what I was able to decipher, few of them actually managed to escape. I should have known as soon as we discovered those ruins that we were not foreign to these lands. The major part of the journal has faded. I'm not able to make out the name of the author. Let's continue our search. We must discover which nation was here. Gut. Dann haben wir jetzt da vorne noch eins. Hier müsste jetzt noch irgendwo eins sein. Hier so in dem Bereich. Ich geh mal da zu den Fledermäuschen. Bit of poison on my blade. Then let's go! Take a potion if you want to cast more spells. Close to this, Rechnes Iri. Hier ist noch eine Truhe. Guck mal. Aber geknackt. Uraltes Siegel. Dieses verloren gegangene Siegel aus den Ruinen von Diedrich trägt noch das alte Wappen der Kongregation. Alles nehmen. Erhalten. This seal. I know the insignia, even if it has become more detailed in recent decades. It's hard to believe my eyes. What nation does it belong to? This is the ancient coat of arms of Serene. It's a congregation seal. I think the information is pointing to something. No possible doubt remains. All the clues point in the same direction. The people from the sea who built these ruins and confronted the natives, they were us. It's difficult to admit. And to think that I turned to you to help us against the Bridge Alliance. I do not judge you guilty of the crimes of your ancestors, but this story is known. I know this will not help our relations with your people. That is certain. And to think we helped you. I'm having trouble dealing with this, even if it does explain a lot. We're gonna have to keep this story under lock and key. The natives are not gonna swallow it easily without a long chew. This must be the reason they kept us in the dark. Constantine is going to be furious when he learns this. Ja, aber wir haben ja hier noch was. Hier muss ja noch was entdeckt werden, oder nicht? Jetzt ist es alles weg? So bescheuert.
Hier war doch noch irgendwas. Da waren die Fledermäuse, die ich getötet habe. Waren das nicht drei von diesen Dingern? Ja genau, hier oben muss noch was gewesen sein. Geht's auch weiter. Oh, a bit of poison on my blade. Then let's go! Let's see if you can ward off this fate! So, da ist nichts, da hinten leuchtet aber was. Alte, rostiger Schlüssel? Ach, das wäre der Schlüssel wahrscheinlich für die Truhe gewesen. Wetten? Boah. Na gut, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Wie ist er denn jetzt hierher gekommen? Der war doch gerade noch nie da. Bit of poison on my blade. Then let's go! Ja, der war gerade definitiv noch nicht da. Ja gut, das war's. Wir haben viel gefunden. Wir können jetzt von hier aus doch auch reisen, ne? Genau. Ich weiß, ich könnte jetzt auch zurück und durch die Dingens gehen und das alles. Aber ihr wisst, bei mir gibt es nicht ein ultrareiches Erkunden und Sammeln und alle Questen bis zum Geht nicht mehr ausschöpfen, Spiel auf 100% kriegen, sondern bei mir gibt es eigentlich so um die Story, wie man da so schnell wie es geht durchkommt und die wichtigen Aufgaben und Nebenaufgaben. Deswegen möchte ich das jetzt hier gar nicht so alles wissen, was hier noch so abgeht, sondern ich möchte jetzt einfach nach Cyrene. Währenddessen rede ich mal mit den anderen, was es so gibt. Karanz, do you need something? Sie hat uns nichts zu sagen. See you later. Greenblood, my friend. Do you need something? I must leave you. Da gibt's auch nichts. Mit ihm wissen wir ja was. What can I do for you, my child? Okay. I will see you later, father. Take care, my child. Es gibt nichts. Wahrscheinlich erst, wenn wir mit Konstantin geredet haben. Vasco bleibt drinne, weil wir mit dem eh gleich eine Aufgabe zu erledigen haben. Na, Level 3. Ach, warte mal, ich habe doch was in meine Truhe gekriegt. Hammer des vergessenen Gottes. Der kommt natürlich ins Inventar. Ist der noch vergiftet oder warum leuchtet der so komisch grün? Der Fleck ist immer noch da, gibt's ja nicht. Cousin! You have returned! How did things go? You don't look well. What's happened? Nothing. Nothing terribly bad in any case. I must have eaten something that's having trouble going through me. It seems to me that this illness has been lingering too long.
Who prepares your meals? Are they safe? No one is poisoning me, fair cousin. We are far from court and their customs. It's nothing. Take my word for it. Now then, what do you have to tell me? I would like, if you would allow me the honor, to introduce Bishop Petrus, emissary of Teleme. Your Highness, may the light warm you in its holy embrace. Enchanted to meet you, my father. I've come here to present respects from Teleme and best wishes from the Mother Cardinal. She has my most sincere thanks. But before speaking further, I would like to discuss matters with my cousin, if you would be so kind. So, von Entdeckung der Ruinen berichten seine Eltern. Any news of your parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But I don't miss them. My father's next letter will certainly be full of his usual disdain. As for my mother, you know her. She's probably too busy planning her next assassination to have noticed my absence. Gut. Dann von den Treffen der Gouverneuren berichten. I have been to the neighboring cities, as you asked of me. Tell me then, was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing, and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be the result of a curse. A curse cast by a demon. An evil creature worshipped by a cult of island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats and... But I should let you finish, my daughter. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place, but they are unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets, and Teleme hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Teleme and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, Your Highness, I would be honored to assist your cousin on her investigation. Very well, then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my daughter. Thank you. Have no fear, Constantine. I will take care of all matters at hand. Anything else? Händler kann Unterdrückung zu folgen, die Mutter Kult begibt sich zum Dorf von Petrus gesprochen hat. Bezüglich Fragen seiner Eltern, sein Leben als Gouverneur. Ja. Are you liking your new role as a governor? How does it feel? Honestly? Once the thrill of the first few days is over, it's boring. I receive delegations from everywhere. They arrive with their arms full of presents to make me sign some agreements. Most of them take me for a fool, who will be easily convinced by some silver trinket. I would love to simply brush them all off and work on some real projects. I have so many ideas to make this city, this island, truly amazing. Der sieht ein bisschen krank aus, oder bilde ich mir das nur ein? Der hat echt heftigere Augenringe als Saturn. Also, How are relations with our allies? Oh. They bow and scrape, and they regularly assure me of their unwavering friendship, so that they can better try to convince me to embrace their point of view, and only theirs. Teleme wants to convert me, and the Alliance assures me that only they will allow us to benefit from progress. They're a bunch of old foxes, but they take me for a young, brainless rabbit. The only thing they really want is to increase their influence on this island, with our help.
We had a talk with Lady Morange, and we explored the ruins that she suggested we visit. All our findings point to one conclusion. Those ruins were originally built by the Congregation of Merchants. The Congregation? Us? But Father never once even hinted. Once again, he must have deemed me unworthy to know the secret. How he must despise me. Constantin. We need to learn more. I want to understand. I need to know everything my father has kept from me. This question also concerns you. You look too much like a native for that to be a coincidence. Since we cannot bombard my father with questions, others here must give us the answers we require. The congregation, even in the past, could not have made it to this island without help. We are pitiful sailors. You are thinking of us. But I assure you that I know nothing of this story. You are perhaps simply not aware, but your admiral stationed at the captainry surely is. Go and find her, cousin. Try to learn the final chapter of this story. Very well. Anything else? No. I'm going to leave now. Goodbye, Constantin. Look out for yourself. Okay. Also, nach draußen. Wir haben jetzt einiges erfahren. Konstantin ist krank. Und wir sehen den ja sehr ähnlich. Hat das wirklich was damit zu tun? Wer ist mein Vater und wer ist Konstantin? Konstantin, wer weiß ja, wer sein Vater ist, aber, ne? Ich muss jetzt erst, bevor ich jetzt irgendwo anders hingehe, gehe ich jetzt erst zum Schmied. Ich muss meine Klamotten hier irgendwie ein bisschen... Oh, it's you, Agent here for a day. Oh, so. Ich gehe auf Rüstung. Verbessern. Die hat jetzt 120. Ich weiß nicht, kann ich auch auf was anderes gehen? Kann ich auch kaufen? Kaufen macht eigentlich auch überhaupt so keinen Sinn, ne? Weil, ja, vielleicht auch. One arm and a fit. Oh. Ich muss anfertigen. So, 132. Nehmen wir doch hier die 150. Sollen auch noch dafür bezahlen hier. So, dann haben wir 158, 180 habe ich nicht. 70. Ja. So, und Talisman und Heilige 117. Stärke. Ich nehme das hier. Gut. Dann die Handschuhe verbessern. Schon was. Ja, dann habe ich das schon. Kann ich denn auch Sachen näher? Also so. Die kann ich ja nicht.
Kann ich die irgendwie... Warte mal, hier. Ne. Das könnte ich verbessern, den Hammer. Den Hammer könnte ich schon verbessern. Hm. Macht aber jetzt gerade gar keinen Sinn, ne? Das kann ich auch nicht verbessern. Die aber. Wie viel mehr würde die denn... 370, so habe ich ja gar nicht. Ja. Gut. One armor that fits you like a glove. We'll make it for you. So, ich muss jetzt Schluss machen. Und wir sehen uns dann gleich, wenn wir zum Hafenamt gehen. Bis dann.